Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Uncharted Drake Schicksal. So, wir sind hier in irgendeinem Nazi-Bunker, die Monster sind uns auf der Fährte. Und ich schaue mich jetzt hier noch ganz kurz um. Wow, schaut echt schön aus. Können wir bitte wegschwimmen? Scheiß doch auf das Gold, scheiß auf das Geld. Ich habe genug in den Taschen. So. Okay, da ist der Stromraum, da müssen wir hin. Alles klar. Die Tür hier, Elena, besser nicht aufmachen. Da hinten ist... Ja, eine ziemliche Monstergeschichte. Ja, ein bisschen Ammo haben wir, Gott sei Dank. Muss ich hoch oder runter? Ehrlich gesagt, schaut's nach hoch aus. Da hinten glänzt und blinkt es. Okay. Das schaut nicht sicher aus, was wir hier tun. Das ist so sicher nicht abgenommen. Okay. Das war so klar. Und da war ich mir jetzt auch gerade nicht hundertprozentig sicher, ob es schafft. Aber ich muss ehrlich sagen, das Spiel an und für sich macht mir echt Laune. Also ich finde die Handlung cool, ich finde es eigentlich auch ganz gut umgesetzt. Nur die Steuerung, die macht mir echt zu schaffen. Okay, das sah eigenartig aus. Einfach weiterklettern, Nate. Einfach weiterklettern. Ich muss mich doch jetzt da nicht fallen lassen. Jetzt kommt, hört auf. Das kann doch euer Ernst sein. Nein. Ja, komm, hinter. Okay. So weit, so gut. Ja. Scheiß auf Springen. Scheiß auf Springen. Ernsthaft, ey Leute, die Game Saves, die sind so kacke gemacht. Weil ich habe definitiv die Springtaste gedrückt, also ich bin ja nicht ganz bescheuert. Und nicht ganz von gestern. Aber die Steuerung ist hier einfach nicht präzise. Das ist eigentlich das Zutreffendste und das Ärgerlichste. Ich meine, wenn ich was nicht mache, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, das zuzugeben und zu sagen, okay, scheiße gebaut, scheiße gekriegt. Aber sie ist hier halt einfach nicht präzise und das ist halt das Ärgerliche. Fehler, die nicht durch Selbstverschulden entstehen, sondern dadurch, dass es einfach ein bisschen ätzend ist. Naja, dann klettern wir halt nochmal. Was soll's. Wäre kein Uncharted-Part, wenn ich in den ersten 2-3 Minuten nicht 2-3 Mal sterben würde. Und wäre irgendwie ja langweilig. So. Wir sehen uns gleich. Und da bin ich wieder. So. Aber hier ist Stressmusik. Und Stressmusik ist in der Regel kein gutes Zeichen. Oh Mann, ich werde doch jetzt hier nicht noch mit Nazi-Zombies konfrontiert, oder? Oder waren das Nazis? Die Viecher, die uns da gerade angegriffen haben. Sullivan, melde dich. Ach, es nützt nichts. Ich habe hier drin keinen Empfang. Ja, das ist schlecht. Andererseits, was hätte ich auch machen wollen? Ihn um Hilfe bitten, oder? In meinem Ernst, was hätte ich machen sollen? Na bitte. Vielleicht ist die alte Nazi-Gnade besser. Ich meine, das ist deutsche Wertarbeit noch. Aber ich befürchte, ich werde sie auch gleich brauchen, oder? Links oder rechts? Komm erstmal hier rein. Oh Mann. Was zum Teufel war hier los? Oh Mann. Oh Mann. Wenn Munition rumliegt. Super Zeichen.
Okay, ich bin voll. Da geht's weiter. Wir schauen uns jetzt hier trotzdem nochmal um. Uiuiuiui. Das ist echt ein bisschen... Ich höre irgendwas. Ein bisschen nervenaufreibend hier, muss ich sagen. Das geht mir hier eigentlich schon wieder fast zu sehr in Horrorspiel. Das hat mir tatsächlich an dem Part damals nicht so gefallen. Oh nein! Und er hat noch Freunde. Ich mal mit. Ein volles Magazin ist mit Sicherheit nicht verkehrt. 105 Schuss. Super. Die sind hier angekommen. Ey, das ist so... Ey, die sind halt auch noch so sackwendig. Und halten scheiß viel aus. In Ordnung. Nix in Ordnung. Ich will nicht. Leute, ist das ätzend. Ist das ätzend, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie ätzend das ist. Tot. Das Traurige ist, das sind nicht die letzten. Das wird noch ätzender. Versprochen. Irgendwo da hinten kam noch einer. Ich gehe nochmal zurück, mir nochmal Munition holen. Die hatte ich schon. Mann. Kam da eigentlich noch einer? Da hinten kamen auf jeden Fall zwei. Ich glaube, einer kam hier aus dem Schacht raus. Hallo? Okay, genau. Nate, du sagst das. Man traut sich eigentlich gar nicht mehr weiterzugehen. Was ist jetzt der richtige Weg? Okay, das ist er nicht. Gut, das ist schon mal nicht der richtige Weg. Er hat das nur noch mal Munition gegeben. Puh. Mann. Das Problem ist, ich bin halt in Controller-Steuerung relativ miserabel. Das ist mein großes Problem. Mit Maus und Tastatur kein Stress. Dann würde ich hier durchrushen und hier einfach alle wegholen. Aber Maus und Controller ist einfach... Das ist nicht meine Welt. Das ist es halt. In Ordnung. Ja, genau. Wir flüstern lieber. Denn Monster reagieren auf Flüstern nicht. Immer dann denken. Okay, da geht's lang. Hm. Okay. Da waren zwei. Ich hoffe, die spawnen halt nicht neu. Ich hasse, wenn ich das Geräusch von ihnen höre.
Okay, der ist ziemlich tot. Hast du was bei dir? Ein Schlüssel oder irgendwas? Okay, ich vermute, das ist der richtige Weg. Ich schleiche da jetzt einfach durch. Oh, das Geräusch gefällt mir überhaupt nicht. Man merkt, ich bin voll angespannt. Und hier liegt richtig viel Munition. Das muss der Generatorraum sein. Ja, super. Red ruhig lauter. Monster? Ey, schaut euch mal an, was ich hier Munition finde. Ihr wisst, was das bedeutet. Da hinten ist auf jeden Fall, da sind auf jeden Fall zwei Schächte, wo sie rauskommen können. Da sind auch zwei Schächte, wo sie rauskommen können. Super. Und? Na komm schon. Wetten wir, dass ich jetzt mal eine Welle töten darf? Ein Glück. Also ich bin jetzt etwas konzentrierter, darum bin ich jetzt auch ein bisschen ruhiger. Ich habe keine Munition mehr. Muss ich die alle besiegen? Waren das alle? Ich weiß es nicht. Und es ist hier verdammt laut. Schaut aber fast aus, als wären das alle gewesen. Monster? Das ist auf jeden Fall Stressmusik. Wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich dahin, wo die herkam, oder? Hab ich recht? Tun wir nochmal schnell Munition. Nur für Zeit muss sein. Das waren auf keinen Fall alle. Komm, eine Granate, perfekt. Super! Premium! Kommen die her, oder? Warte ich auf die, oder? Was ist mein Plan? Naja, ich werde wahrscheinlich zu ihnen hin müssen. Erwartungsgemäß muss ich hin. Ich hoffe, ich komme... Schön in Reihe und Glied kommen. Hinten anstellen. Macht einen schönen Haufen. Ist okay. Kann ich mitleben. Okay. Nächste Welle. Mal schieße ich ihn halt die Kniescheiben weg. Ist auch okay. Kommt da noch was? Mann, haben wir da jetzt einen Leichenhaufen fabriziert. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt hier noch was lebt. Und wir sind jetzt wieder voll ausgestattet. Das ist schon mal was. Und diese Alarmanlage geht mir ja so hart auf den Piss. So, ich habe jetzt irgendeine Türe noch geöffnet. Aber welche? Das
Also da habe ich gerade meinen Leichenhaufen gemacht. Wieder den Weg, wo wir gekommen sind. Na klar, wieder den Weg, wo wir gekommen sind. Moment, ich hole nochmal Munition. Ich will hier nicht, dass mir die Munition irgendwann mittendrin ausgeht. Das wäre so uncool. Scheiß Alarmanlage, kann die bitte mal jemand ausschalten? So. Okay, weitere Tür aufgegangen. Ah, die Alarmanlage ist aus. Haben wir jetzt da nochmal eine Welle oder nicht? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Klar kam noch eine Welle. Okay, ich hätte einfach warten sollen. Wo bin ich? Nein, jetzt hör auf. Muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen? Ernsthaft? Wie gesagt, die Game Saves sind hier echt ätzend. Okay, ich glaube, das war die erste Welle. So. Und dann war da drin noch eine von den Würmern. Genau dich meine ich. So. Munition, Granate und ausmachen. Da stelle ich mich jetzt wieder da unten hin und warte, bis die kommen. Ich bin doch nicht bescheuert und laufe denen in die Arme. Stirb halt endlich. Nächster. Kommt schon, ich weiß, das waren größere Haufen. Da sind mehrere. Naja, Glatzen haben sie. Das könnten schon die einheimischen Nazis hier gewesen sein. Okay, ich glaube, das war dies. So. So, ich bin voll ausgestattet. Dann nächster Raum. Schon wieder. Moment. So. Hier das gleiche Spiel nochmal. Und dieses Mal warten wir einfach, bis sie kommen. Wer war hier hin? So, wie gesagt, dieses Mal warte ich, bis sie kommen. Die kommen auf jeden Fall. Put, 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 put. Oder? Kommen sie jetzt oder kommen sie nicht? Na klar kommen sie. Kommt, ihr seht doch die Leiche von eurem Freund.
Das waren niemals alle. Ich sehe halt hier nicht ums Eck, das ist das Problem. Sind noch welche oder nicht? Die sind aber echt hässlich. Ja, jetzt. Okay, es sind noch welche. Weg mit dir, du Sack. So, der ist down. Komm. Fuck, Leute, ey, das nervt mich so ungeheuerlich. Von wo muss es denn jetzt schon wieder? Leute, wir sehen uns gleich. So, Leute, ich hab's jetzt endlich geschafft. Die Zauberei dahinter war einfach durch diese Kacktüre durchlaufen. Dann macht er sie zu. Und dann hat man das geschafft. Die spawnen da unendlich. Tja. Das wird langsam zu einem echt miesen Tag. Langsam. Also ich finde, der Tag ist viel mieser, kann er fast nicht mehr werden. Die Viecher sind einfach nur Nervtöten. So, meine Freunde, wir sind aber damit auch am Ende des Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin.